Hallo miteinander und willkommen zurück zu Disco Elysium mit Torin Gent. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal raus hier und gucken, was die Leiche zu bieten hat da draußen. Denkt wie immer daran, wenn euch diese Folge gefallen hat am Ende, ein Like dazu lassen und über einen Kommentar würde ich mich auch super freuen. Gut, ich würde sagen, wir laden mal unser Moral auf hier, ja. Nicht, dass wir zufällig demoralisiert werden und uns hier die Puste ausgeht, sag ich mal. Ach ja, wunderschöne Musik. So. Also das erste Mal draußen. Naja, zugegebenermaßen waren wir da oben auf dem Balkon auch schon. Also das ist das lustige Polizeiauto hier. Was war denn hier? Dieser Schubkarre spilzt den Schneehaufen vor sich hin. Auf dem Straßenschild steht Fick die Polizei. Ah ja, natürlich. Steht hier. Verpisst euch, Bullenschweine. Der Straßenname ist nicht zu erkennen. Okay. Wer bist du denn? Die Gärtnerin, die BMR in Martinis. Die junge Frau sieht zu dir hoch. Wie kann ich Ihnen helfen? Sie wirken überrascht. Die Polizei sieht man hier nur selten. Das ist alles. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Natürlich. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir brauchen Hilfe bei der Orientierung. Gerne. Wo wollen Sie denn hin? Ich suche nach einem Toten. Ah, diese Sache. Sie zeigt nach Norden, gleich dort im Hof. Okay. Patti, sie ist erleichtert, dass sich jemand darum kümmert. Endlich. Wo bin ich? Was meinen Sie damit? Ich bin orientierungslos. Ich weiß nicht, wo ich bin. Martini, in der Stadt Ravahol. Sie sieht sich um und überlegt sich, was es noch zu sagen gibt. Diese Kreuzung nennt sich Kreisverkehr Nord. Ah ja. Er weiß, wo wir sind. Er benötigt nur eine Wegbeschreibung. Dem Leutnant scheint es unangenehm zu sein, dass du solche Orientierungslosigkeit zeigst. Ja, so ehrlich sein mit den Leuten, ja? Wo befindet sich oben im Norden? Das sind, was befindet sich oben? Wo befindet sich oben im Norden? Wäre auch nicht, keine schlechte Frage. Das sind der Bootsanleger, der Cape Side Apartment Komplex und noch mehr Wohngebäude. Nicht viel. Östlich von hier? Die Hafentore. Da ist irgendein Tunnel im Gange. Tumult in Gange, glaube ich. Ich verfolge die politischen Ereignisse in der Gegend nicht. Sie zuckt mit den Achseln. Und ein Frittladen. Okay. Und südlich? Einige Läden und eine Brücke. Die Kanalbrücke führt an die Küste, aber sie ist kaputt, glaube ich. Bestimmt irgendein Unfall. Auf deiner Kanalseite, was gibt's dort? Nur die Küste. Dort gibt es ein kleines Fischerdorf und einen Fischmarkt. Aber der wurde schon vor Jahren geschlossen. Okay. Und westlich von hier? Sie blickt mit zusammengekniffenen Augen zum Wasser. Und da ist nur Wasser. Nein, ich glaube, man nennt das den Meeresarm von Martinis. In der Bucht liegen ein paar Inseln, aber sie sind schwer zu erreichen. Danke, das wäre es mal alles. Keine Ursache. Sie nickt und wischt sich ein Stück Erde von der Wange. Was hat das mit diesem Fick die Polizeizocker auf sich? Wann sie das? Wie bitte? Sie versteht nicht. Auf diesem Straßenschild steht Fick die Polizei. Du zeigst darauf. Oh. Oh, sie erreckt ihren Hals. Also, ich habe das so dich hingeschrieben. Ich sitze nur hier. Natürlich. Das soll natürlich entschuldige Aussagen. Was ist mit dem anderen Schild? Verpisst euch Bullenschweine. Wer sind diese Bullenschweine? Ja, wer ist das? Darüber weiß ich auch nichts. Wie schon gesagt, ich habe es nicht geschrieben. Zyklopädie. Bullenschwein ist ein weit verbreiteter Begriff, mit dem Polizisten weniger liebevoll bezeichnet werden. Ach so. Kein Grund, sich Sorgen zu machen, schaltet sich der Leutnant ein. Wir wollen sie nicht beschuldigen. Eigentlich wollten wir das schon. In Ordnung. Ich bin mir auch keiner Schuld bewusst. Sie lehnt sich zurück. Ihre Schultern entspannen sich. Wer genau sind Sie? Ich bin nur eine Gärtnerin. Cool. Was machen Sie so? Ich arbeite. Woran arbeiten Sie? Am Sitzen, offensichtlich. Ich habe dort im Hof ein Gewächshaus. Sie zeigte bei ihrer Schulter. Ich wollte etwas Arbeit erledigen. Aber, naja, wie Sie bereits wissen, hängt dort eine Leiche an einem Baum. Sie riecht ziemlich schlimm, also muss ich Pause einlegen. Oh Mann, die arme Frau.
Machen Sie sich keine Sorgen, gute Frau. Wir sind hier, um Sie vorzuschaffen. Sie können sich bald wieder an die Arbeit machen. Ach, Gott sei Dank. Was würden wir noch ohne Arbeit tun? Ach, da würde ich ja... Ne, die Arme. Vielen Dank. Sie lächelt höflich. Mir zerspringt bald der Kopf von den ganzen Salzen, die ich eingeatmet habe. Oh, die Salze. Sie verfolgen uns. Ich muss los. Lassen Sie sich von mir nicht aufhalten. Sie wüsste sich mit dem Kanadien gelben Handschuh über die Stirn. Okay. So, wir wollten ja... Hat er gesagt, er hat ein Radio hier, ne? Sollen wir uns melden, dass wir unseren Ausweis verloren haben, ne? Das wird bestimmt sehr nett werden. Vor dir steht ein Motorwagen. Die Karosserie ist mit einem blau-weißen Anstrich versehen, auf dem die Zahl 57 steht. Und seinem Revier. Aus dem großen Motorarm hängt das Fahrzeug, strömt Dampf. Es hatte noch nicht ausreichend Zeit, um abzukühlen. Logik, banal, okay. Das muss die Höllenmaschine sein, die dich aus der Besinnungslosigkeit gerissen hat. Der Motorwagen namens Coupe Kinema. Ach, der ist das. Okay, öffnen wir die Tür. Fahrgastraum heißen dich ein paar Lenkkabel, ein Funkmikrofon auf einer Gabel, ein ausziehbarer Werkzeugkasten unter dem Sitz und der sanfte Schimmer der Vorglühr-Treibstoffanzeige willkommen. Sie funkelt in die Hand. Du ziehst den ausziehbaren Werkzeugkasten. Du ziehst den ausziehbaren Werkzeugkasten heraus. Natürlich. Erstmal Zeug einstecken, oder? Ein metallenes Schuhfach gleitet unter dem Sitz heraus und rastet ein. Die Werkzeuge darin sind ordentlich geordnet. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen, Officer. Der Fall wird sich in die Länge ziehen. Bezüglich meiner Werkzeuge, ich bin nicht protektionistisch veranlagt, so wie manche andere Männer. Okay. Empathie. Ganz offensichtlich ist er bei seinen Werkzeugen ein bisschen protektionistisch. Aber was hat er für eine Wahl? Arbeit ist Arbeit. Oh, die Blechstange. Holzenschneider? Taschenlampe, ist das eigentlich alles gut, oder? So, okay, Taschenlampe. Sie ist robust, wasserdicht und hochwertig. Eine blaue Sonderanfertigung für die Polizei. Ah. Wahrnehmung, damit kannst du im Dunkeln Dinge erkennen, die du sonst übersehen würdest. Cool. Brechstange mit roter Spitze. Guck mal, die Leute über den Kopf ziehen, wenn sie uns unangenehm werden. Die Brechstange fühlt sich in deiner Hand schon schön kalt an. Sie ist schwerer als gedacht. Mechanik nützt sich, um alle möglichen Türen und Deckel zu öffnen. Gut. Und ein Bolzenschneider mit Gummigriffen. Damit können wir uns durch Zäune arbeiten, würde ich mal sagen. Die Griffe sind lang und geschmeidig. Schnippschnapp macht der Bolzenschneider in deinen Händen. Du schiebst ihn an ausziehbaren Werkzeugkasten hinein. Gut. Scheiß mit deinen Fingern über einen der Lenkhebel. Das weiße Wildleder fühlt sich edel an und der metallene Griff der Kupplung liegt ungemein vertraut in deiner Handfläche. Okay, also fahren kann man wohl. Tipps auf die Vorglühr-Treibstoffanzeige. Als du auf die Anzeige tippst, zuckt die Zeigernadel, als hättest du sie erschreckt. Sie befindet sich im breiten orangenen Bereich und zeigt an, dass der Motor warm ist. Dem der Anzeige ist ein roter Hebel mit der Aufschrift Vorglühen. Es nützt nichts, den Vorglühen-Knopf zu drücken, sagt er und rasselt mit den Schlüsseln. Ohne den Schlüssel startet er nicht. Besetzung, wir bleiben schön, wo wir sind. Okay, Autorität. Alternative Übersetzung, denk gar nicht erst daran, dass ich dich in meinen Motorwagen fahren lasse. Okay. Nimm mal das Funkgerät in die Hand, ne? Deswegen sind wir ja eigentlich hier. Die Darstellung der Frequenzen blinkt auf. Und ein grüner Knopf mit der Aufschrift Hauptverbindung leuchtet wie ein Katzenauge. Dann hörst du etwas. Das sanfte Schnurren von elektrischen Kätzchen, Funkwellen, die über die ganze Metropole hinwegströmen. Eine Frauenstimme begrüßt dich durch das Rauschen. Hier ist das 57. Revier. Hallo, Leutnant. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Hallo, Alice. Bitte helfen Sie unserem Kollegen hier vom 41. Revier. Ich übergebe an ihn. Okay. Delta 10, komm. Hier, Feuerläufer, hören Sie mich. Hier ist Officer Alice, die Match vom 57. Revier. Wie kann ich Ihnen helfen? Du könntest schwören, dass sie zum Lieutenant freundlicher war. Können Sie sich mit dem 41. Revier verbinden? Ich muss etwas melden. Ja, machen wir erstmal das, hm? Das andere, wir können auch diese Sylvie anrufen.
Okay, machen wir doch erstmal das, oder? Natürlich, wie lautet ihre Nummer? Kim hat gerade Ihnen durch nichts zu wissen Nummer gegeben hier? Ah, doch, warten Sie. Der Lieutenant wirft einen Blick in seine Notizen. Ihre Nummer lautet so und so. Empfangen, einen Moment, Officer. Die Verbindung wurde aufgebaut. Nein. Okay. Er schafft einen Schenkel, einen flotten Marsch. Natürlich. Marschtakt, ja. Geben Sie etwas Zeit. Vielleicht ist sie gerade beschäftigt und kann nicht direkt ans Telefon kommen. Officer, endlich ist sie wieder da. Sil Malaika ist jetzt für Sie am Apparat. Ja, hallo. Eine weibliche Stimme grüßt dich durch das Rauschen hindurch. Sie hört sich an, als sei sie Millionen von Meilen weiter weg. Hallo, hier spricht die Polizei. Ich habe ein paar Fragen zu Ihren letzten Arbeitstagen. Das Silvi, ich glaube, wir kennen uns bereits. Ich bin der Mittler vom Whirling Rex. Ach ja, sie erkennt deine Stimme sofort. Hallo, Officer. Was kann ich für Sie tun? Elektrochemie, vergesse ich. In ihrer Stimme schwingt überhaupt keine Abneigung mit. Sie will mit dir ausgehen. Es ist klar wie Kloßbrühe. Wow. Klingt schlüssig, würde ich sagen. Sie haben ihren Job wohl hingeschmissen. Warum? Sie meinen, warum bin ich weg von der Bar? Kannst du hören, wie angespannt sie ist? Ehrlich gesagt bin ich nicht bereit, mit ihnen darüber zu reden. Warum nicht? Moment. Warum sind sie nicht bereit, darüber zu reden? Okay, sind sie wegen Guard gegangen? Was? Ihre Infos stoppt abrupt. Nein, wie kommen sie denn darauf? Er hat mir erzählt, dass er sie um eine Verabschiedung gebeten hat. Wollen sie behaupten, dass das nicht so war? Gleich mal die Zange nehmen, ne? Bitte ziehen Sie Guard da nicht mit rein. Das geht sie nichts an. Ich habe doch schon gesagt, dass ich nicht darüber reden will. Sie verbreiten nur wieder Chaos. Wieso wieder? Haben Sie die Polizei gerufen? Nein, das war ich nicht. Warum haben sie dann nicht angerufen? Hat es sie nicht gestört, eine Leiche in dem Arbeitsplatz hängen zu sehen? Was? Natürlich hat es mich gestört, aber ich dachte, die Gewerkschaft wüsste schon über die Leiche Bescheid. Was hat denn die Gewerkschaft damit zu tun? Jemand ruft die Polizei. Du kannst hören, wie sie die Hörer in ihrer Hand zurechtdrückt. Das würde die Gewerkschaft nicht gern sehen. Wie meinen sie das? Na, sie wissen schon. Sie sucht nach den richtigen Worten. Es läuft, wie die Gewerkschaft sagt. Die Leute hören auf sie und die Gewerkschaft kümmert sich um ihre Leute. Und hier sind das so ziemlich alle. Moment, Kim. Du hältst dein Mikrofon weg. Sagst du die Wahrheit? Hat die Gewerkschaft hier das Sagen? Juristisch gesehen, nein. In Wirklichkeit, ja. Er sieht sich um. Martinez wird de facto von der Hafenarbeitergewerkschaft kontrolliert. Ha. Ich habe hier das Sagen. Okay, ich will sie deine Autorität nicht herausfordern. Jetzt fühlst du dich viel besser. Ja, natürlich. Also, warum genau haben sie wochenlang eine Leiche in ihren Hof hängen lassen, statt uns zu informieren? Du machst weiter Druck. Ich wollte keinen Ärger mit den anderen. Autorität macht noch mehr Druck. Zeig ihr, wie falsch sie sich verhalten hat. Oh ja, wir müssen... Sie muss träumen davon nachts, wie falsch sie sich verhalten hat. Was für andere? Die anderen Leute, die hier in der Nähe wohnen, die Einheimischen eben. Ich wollte keinen Ärger. Was meinen Sie mit Ärger? Sie sind nicht von hier, Sie verstehen das nicht. Petzen kommt hier gar nicht gut an. Hier wird alles, nun ja, mit der Gewerkschaft gehandhabt, intern. Du wirst dann lauschen, Ihr Kinn reibt gegen den Hörer. Dann, bitte, ich wollte nur keinen Ärger. Ja, ich verstehe, man sich keine Sorgen, ich verstehe das schon. Wirklich? Sie klingt erleichtert. Wie kann ich Ihnen sonst noch behilflich sein? Wissen Sie, wer die Polizei gerufen hat? Nein, tut mir leid, das weiß ich nicht. Sie räuspert sich. Hier in der Gegend haben nicht viele Leute ein Telefon. Kupferdiebe klauen die Kabel. Die Leute haben nicht genug Geld, um sie zu ersetzen. Deshalb benutzen sie das Telefon der Gewerkschaft oder das an der Küste. Ja, die Gewerkschaft hört bestimmt mit bei jedem Telefonat, ne? Ja, Logik. Gewerkschaft hat also ein Telefon. Es gibt noch eins an der Küste. Verstanden. Ach, aktualisiert. Okay. Es war jemand anders. Der Leutnant macht sich eine Notiz. Früher oder später werden wir die Person finden, Herr Kollege. Es könnte noch ein bisschen dauern. Okay, nächste Frage. Okay, fragen Sie. Wie wäre es, wenn wir bei Gelegenheit mal einen Kaffee trinken gehen? Nein.
Nein, auf gar keinen Fall. Aber, dass wir die Modal wiederhergestellt haben. Okay. Okay. Ich glaube, das war alles, was ich brauche. Danke. Also will ich hoffen. Bitte rufen Sie mich nicht wieder an. Tschüss, sie ist bereit aufzulegen. Empathiemittel. Moment. Warum ist sie denn so wütend auf dich? Die Agenda macht alles wieder wett. Ihr seht's, ne? Komm, wir versuchen's. Wir geschlagen. Nein, mit dir hat sie kein Problem. Sie muss auf jemand anderen wütend sein. Auf einen anderen Typen. Wie zum Beispiel Guard. Ja, ja, natürlich. Das muss es sein. Ja, es ist mit Sicherheit ein anderer Typ. Ein Typ wie Guard. Okay, aber ich bin ein Typ. Bist du sicher, dass es nicht um mich geht? Glaub mir, in diesem Fall willst du nicht der Typ sein. Du weißt doch, wie es ist. Bla, bla, nörgeln. Glaub mir, in diesem Fall willst du nicht der Typ sein. Ja, nein, du bist der Typ. Leutnant Liebe, der unvergleichliche Kuppler. Hilf dem armen Mädchen, damit es keine alte Jungfer wird. Ja, sie ist eine Frau. Zieht sich wahrscheinlich nur. Frauen geht's immer nur ums Geld. Ja, natürlich. Oh ja, so sehe ich das auch. Du weißt, Frauen sind geldgierig und hysterisch. Speckklopp der Tussis, ja. Absolut. Du weißt, was du tun musst. Erstmal musst du sie beruhigen. Sag ihr, dass du alles unter Kontrolle hast. Dann kannst du dich auch mit Karte unterhalten. Oh mein Gott. Meinst du, das schaffst du, Leutnant Liebe? Rhetorik. Egal, was dieser Versager von einer Empathie dir sagt, nimm den Auftrag nicht an. Er ist überhaupt nicht schön, sondern hässlich. Sind Sie noch da, meine Gute? Hören Sie mal, ich habe alles unter Kontrolle. Papa nimmt dich auf den Schoß, Schnucki-Putz. Oh, dieses Spiel, das tut so weh. Nicht, ich will nichts davon sagen. Du lehnst den Liebesauftrag ab, obwohl er so schön ist. Wir versuchen es, oder? Sind Sie noch da, meine Gute? Hören Sie mal, ich habe alles unter Kontrolle. Nein? Was? Ich weiß, Baby, ich weiß, aber du bist eine süße Kindfrau. Danach sind die Männer einfach verrückt, Mann, wie Guard. Du und Guard, oder? Ein kleines bisschen Trouble unter der Bettdecke? Du musst nichts weiter sagen. Papa kümmert sich drum. Big Papa. Du meine Güte, was geht nur diesen Kopf ab? Leck dich nicht mehr. Big Papa geht ab. Das ist so geil. Oh, wie das Innenleben mit einem redet, das ist so gut. Oh Gott, das Rauschen scheint nach Luft zu singen. Bitte lassen Sie mich einfach in Ruhe. Ich habe es im Gefühl, dass Ihr Liebesleben bald sehr viel angenehmer wird. Deswegen lassen Leutnant viel sagen zu. Was? Der Leutnant zieht seine Schultern hoch. Worum geht's? Sie werden es schon sehen, Leutnant. Sie werden es sehen. Sehen können erneut. Sprich mit Guard, Lieutenant Love. Ah, das ist ja, ne? Hier kann man direkt umschalten. Das hier müsste als Lieutenant Love sein, ja. Der Anruf wurde von anderen Gesprächspartnern beendet. Sonst noch was, Officer? Es geht los. Der Liebesauftrag wurde angenommen. Es ist zu spät, Leute. Es geht los. Geh jetzt zu Guard. Ja, wir gehen noch zu Guard. Keine Sorge. Können Sie mich mit dem anwesenden Revier verbinden? Ich muss etwas melden. Oh Gott, ich habe mich das für einen Schlag bekommen auf die Modal. Finden Sie mich nochmal mit Sylvie. Einen Moment, Officer. Schallet dich in die Warteschleife. Das Rauschen knackt leise wie ein Lagerfeuer. Nach einer Weile hörst du, wie ein alter Mann dich über das Funkgerät begrüßt. Seine knarzende Stimme ist dir seltsam vertraut. 10, 2, 10, 5, hier ist Revier 41. Hier, kommen. Ende. Er benutzt Funkcodes, das kriegst du hin, du bist ein Bulle. Und Bullen kennen Funkcodes. 10, 4, Revier 41, dringende Angelegenheit, Ende. 10, 4, Nachricht empfangen. 10, 5, Nachricht übermitteln. Was ist Ihr Status? Ende. Jules Pitieu. Ich erstatte nur Bericht. Ende. 10.18 übermitteln Sie Ihre Nachricht. Ich muss meinen Ausweis als verloren melden. Warum bin ich nicht zur Unterstützung? 10.09 Ende. Ich kann meinen Ausweis nirgends finden. Er ist weg. 10.04 Nachricht empfangen. Das ist eine äußerst ernste Angelegenheit. Ich werde den Captain mit 10 zusätzlich informieren. Ende. Ist das er? Fragt eine trockene Stimme im Hintergrund. Was will er? Er sagt, er habe seinen Ausweis verloren und müsse es melden. Wie bitte? Er hat seinen Ausweis verloren? Hey, wer spricht da? Spricht Officer Jupiter, zuständig für Kommunikation. Ende. Nein, der andere. Sie meinen Ihren Partner? Ende. Was sagt er? Er will wissen, wer du bist. Das ist kein dieses Vermittlergespräch.
Ich bin sein Partner, verdammt. Das ist Ihr Partner. Satellite Officer Wiskemer. Ende. Hat er neben seinem verdammten Ausweis auch noch ein Gedächtnis verloren? Ist sein Gedächtnis verloren? Der Mann im Hintergrund klingt, als verliere er die Geduld. Wer hat seinen Ausweis verloren? Chester McLean. Na, Dick Mullen. Wer denn sonst? Ach, wie heißt denn Dick Mullen? Officer Dick? Er versucht trotz seines Gedächtnisgelächters zu reden. Mullen aus dem Bestseller Dick Müller und die verlorene Identität? Du hast nicht Dick Mullen. Das ist der Name eines fiktionalen Ermittlers, der seinen Ausweis nicht verlieren würde. Ah, okay. Realität, du musst dich wehren. Sofort, sie lachen dich aus. Kommen Sie, Officer, sagen Sie ihnen, dass sie aufhören sollen. Das ist eine ernste Angelegenheit. Haha, ein Polizist hat seinen Ausweis verloren. Haha, als ob das nicht der erste Bulle wäre, dem das passiert ist. Er meint, das sei vor ihm sicher schon anderen Polizisten passiert und lacht sarkastisch. Verdammte Scheiße, meint er das ernst? Das ganze Revier wird deswegen Ärger kriegen. Satellite Officer Vicom möchte wissen, ob sie scherzen. Er gibt zu bedenken, dass durch ihr Verhalten der Ruf des ganzen Reviers leiden wird. Ende. Ein dickes Ding von diesem Mullen. Kommen Sie, Officer, sagen Sie ihnen, dass sie aufhören sollen. Das ist eine ernste Angelegenheit. Er sagt, du sollst aufhören. Meint, es sei eine ernste Angelegenheit. Natürlich ist es eine ernste Angelegenheit. Er hat seinen verdammten Ausweis verloren. Satellite Officer Winsemir pflichtet ihnen bei. Es sei eine ernste Angelegenheit, dass sie ihren Ausweis verloren haben. Ende. Können wir vielleicht über was anderes reden? Ich möchte es nur melden und dann abhaken. Attack abgeschlossen. Sein Ausweis ausfindig. 10-4 verstanden, Officer. Ich werde hier nur notieren, dass Sie auf der Suche nach Ihrem Ausweis sind, den Sie verlegt haben. Ende. Verdammte Scheiße, Mac. Komm her, das musst du dir anhören. Dick Mullen hat seinen Ausweis verloren. Was ist los? Unser Super Bowl hat seinen Ausweis verloren. Er hat was verloren? Seinen Ausweis. Er hat seinen verdammten Ausweis verloren, Mann. So ein Versager. Es reicht jetzt, um noch andere Dinge zu besprechen. 10-9 bitte wiederholen. Das habe ich nicht verstanden. Ende. Durch das Stimmengewirr im Hintergrund hat er Probleme, dies zu verstehen. Neuer Rekord. Sogar für Captain Nüchtern. Frag ihn. Er schnappt nach Luft. Frag ihn, ob er seinen Revolver auch verloren hat. Du hast schallendes Gelächter. Sergeant Thorson möchte wissen, ob sie ihren Revolver auch verloren haben. Ende. Oh oh, Zwielicht. Schau in deine Taschen. Schau in deine heilige Scheiße. Du weißt nicht, wo er ist, oder? Ich hab mein, oh Gott, er ist nicht hier. Oh mein Gott. Okay, er ist weg. Dein Revolver ist eindeutig weg. 10-9, bitte komm, Officer. Haben Sie meine Frage verstanden? Wir möchten über Ihre Waffe Bescheid wissen. Oh Gott, Schauspielern. Überzeug sie, dass du deine Waffe nicht verloren hast. Nein! Bevor die Worte über deine Lippen kommen, gerät in deinen Kopf alles heillos durcheinander. Natürlich habe ich meinen Schuss noch. Meine Schusswaffe, verdammt. Ich habe meinen Revolver noch. Er meint, er habe seine Schusswaffe noch. Oder einen Schuss. Was auch immer das bedeuten soll. Er soll dir eine Beschreibung geben von der Waffe. Nicht von seinem Schuss. Danke sehr. Schusswaffe reicht. Er lacht. Satellite Officer McLean bittet um eine Beschreibung ihrer Waffe. Ende. Ist das dem Leutnant so? Kim, was für eine Waffe haben Sie? Einen einschüssigen A9 Vorderlader von Keiji. Eine Armistice, um genau zu sein. Du spielst ein Zuckerrit. Es ist ein einschüssiger A9 Vorderlader von Keiji. Eine Armistice. Ende. Er meinte, es sei ein einschüssiger 9mm Vorderlader von Keiji. Eine Armistice. Eine Armistice? Was ist er? Ein verdammter. Offensichtlich hat er seine Villiers nicht mehr. Oh meine Güte, er hat seinen Revolver verloren. Oh Mann, ich kann nicht mehr. Wieder keiner von Lachen, nicht weiterreden. Es ist eigentlich eine ernste Angelegenheit. Mac kann ja allein mit dem Riesen von Coco nur aufnehmen. Aber wegen Disco hier macht er sich in die Hose. Mann, ich kann nicht mehr. Scheiße, er hat seine Wahl verloren. Frag ihn, ob er seinen Schniedel noch hat. Das frage ich nicht. Frag ihn! Sergeant Thorson, hier möchte wissen, ob sie noch im Besitz ihrer Genitalien sind. Ende. Ich habe ihn bei seiner Mami gelassen, nachdem ich sie die ganze Nacht in den Arsch gefickt habe. Sagen Sie ihm das. Ja, sagen wir das. Ja, negativ, das werde ich nicht wiederholen. Ende. Was sagt er denn? Wir wollen das hören. Er meint, er hätte Analverkehr mit deiner Mutter gehabt.
Der Wichser hat bei der Geburtstagsparty von Captain die Vanillewaffen von meiner Mutter verputzt. Diese dreister Kerl. Bist du sicher, dass die Vanillewaffeln das Einzige waren, was er sich von ihr hat schmecken lassen? Halt die Klappe, Chester. Das ist nicht witzig. Ich werde ihn dir von meiner Mutter. Sag ihm, er soll sich sofort entschuldigen. Sergeant Thorsten möchte, dass sie sich für die Behauptungen über seine Mutter entschuldigen. Ende. Hey, wenn man mit der Reaktion nicht klarkommt, sollte man sich nicht mit dem Feuerläufer anlegen. Der Feuerläufer. Merk, er meint, du hättest dich nicht mit dem Feuerläufer anlegen sollen. Mit wem? Das klingt völlig fassungslos. Salat Officer Vincent. Feuerläufer! Ich fürchte, er nennt sich den Feuerläufer. Nein, Feuersäufer. Nein! Feuersäufer? Jetzt hat er endgültig den Verstand verloren. Scheiß drauf. Sag ihm, er soll verdammt nochmal seinen Ausweis und seine Wahl finden. Das ist das Einzige, was zählt. Satellite Officer, ich habe ihn verstanden, ich kümmere mich drum. Oh Mann. Wo zur Hölle sollte dieser ganze Scheiß sein, ey? Das muss ja irgendwo mal so im Apartment liegen eigentlich. Seht ihr? Er bejaht es. Officer auf der Suche nach seiner Schusswaffe. Du hörst Rauschen. Oh Gott, der Mann kämpft mit den Tränen. Außer brauchen Sie sonst noch etwas. Ende. Ich brauche unbedingt finanzielle Unterstützung. Sind wir verstanden? Ich habe nicht die Befugnis, Ihrer Bitte zu gewähren, aber... Was will er denn jetzt schon wieder? Er bittet um Geld. Soll das ein verdammter Witz sein? Ich glaube nicht. Gib dem Arsch auch bloß nichts, das versäuft er eh nur. In Ordnung. Der Funker wendet sich wieder an dich. Negativ zu zusätzlichen Geldmitteln. Ende. Es ist unabdinglich für die Ermittlung, dass sie mir weitere Geldmittel zur Verfügung stellen, ja? Er sagt, er sei wichtig für den Fall. Es wird keinen müden Cent zu Gesicht bekommen. Das kannst du ihm ausrichten. Bitte abgelehnt, Officer. Ende. Bitte schließe sie an. Ich weiß nicht einmal, wo ich heute Nacht schlafen soll. Oh mein Gott. Tja, dann sollte er den Fall lieber bis Sonnenuntergang lösen. Xenon hat gesagt, ich will hier weg, ich will nach Hause, bitte holen Sie mich ab. Okay, nach Gottes Willen. Okay, verstanden, keine Geldmittel. Ich muss ja nicht übertreiben. Haben Sie sonst noch etwas zu besprechen? Ah, das mag jetzt seltsam klingen, aber es gibt da ein paar Personaldaten, die ich gerne besprechen würde. Okay. Sind wir? Ich höre Sie, stellen Sie Ihre Frage. Ende. Vorsicht, nicht gleich drauf losplappern. Erst überlegen. Ich brauche Informationen, keine Angst. Du musst die Sache schlau angehen. Frag ihn, ob er allein ist. Wir wissen, dass er nicht allein ist. Der Funke erneut nach. Moment, sind Sie allein im Raum? Ich benötige für euch Informationen zu meiner Person. Ich wollte überprüfen, ob Sie meinen Ausweis in dem Bericht korrekt beschrieben haben. Können Sie mir die Beschreibung vorlesen? Name, Rang, Geburtsdatum. Sprechen Sie mich jetzt mit Ihrem vollen Namen an? Irgendwelche Neuigkeiten über meine Familie? Habe ich Ihnen hier mein Leben von der BMR erzählt? Was hat er immer durch aufgelegt? Ich stelle die Informationen zu seinem Ausweis verifizieren. Natürlich, auf seinem Ausweis steht Dick Mullen, Oberster General der Kavallerie von Rubberhall. Sag ihm, er soll aufhören, Zeit zu vergeuden. Habe ich Ihnen je von meinem Leben vor der BMR erzählt? Also das ist wirklich was oder ist er nur darauf aus, uns bei der Arbeit zu stören? Er wollte wissen, ob er mir mal darüber erzählt hat, was er vor der BMR gemacht hat. Zum Teufel nochmal, es reicht. Sag ihm, er soll aufhören, Zeit zu vergeuden und sich zur Abwechslung mal wie ein verdammter Polizist benehmen. Officer Satellite Officer Wicke mir sagt, ich habe es gehört. Also, was sonst noch? Ich glaube, wir würden hier nichts rausfinden, ehrlich gesagt. Die Neuigkeiten über meine Familie? Wie bitte, Officer Ende? Ich dachte nur, dass sie vielleicht von ihren gehört hatten. Mir nicht. Nein, nichts, schon gut. Ich glaube, das bringt nichts. Wir sind das nicht in einem Raum, das verstehen Sie mich. Nein, das ist doch völliger Schwachsinn. Ja, beenden wir das. Lassen wir das Thema ab. Verstanden? So, Übertragung abgeschlossen. Weiterhin auf Empfang. Ender, du burnest den Gespräch mit dem 14. Revier. Verstanden? Melde mich ab. Das Rauschen endet mit einem lauten Klickern, dann ist es still im Fahrgastraum. Okay, ich glaube, das es war genug. Wow, meine Fresse, wir haben die ganze Folge mit einem Gespräch vergeudet. Okay. So, jetzt wollten wir eigentlich mal zu der Leiche gehen, würde ich sagen, oder? Die ist hier, hinterm Haus oder so vielleicht. Die ist ja im Norden. Okay. Ja, ich würde sagen, wir machen dann... Oh, da ist die Leiche.
der Dude? Schmeißt er irgendwas? Sieh so an. Egal, machen die Folge weiter. Bis dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao, euer Tollen.